M-Mannschaft bis auf drei Änderungen. Ein Schreiber, zwei Sürbier, drei Reisbergen, vier Van Krij, fünf Kroll, sechs Nesken, sieben Janssen, acht Reb, zehn Willi van den Kerkhof, neun Kreub und elf Brent. Čapkovic war hier schneller am Ball. Er war mit einem Bombenschuss. Er hat Jasch. Ist jetzt bei Anderlecht engagiert. Nesken. Masny. Johnny Rep. Neskens ist vorgekommen, der Libero. Und das ist das 1:0. Welche Minute haben wir? Die 17. Minute und Torschütze war natürlich Ondrusch, der bei jedem Topball. Und jetzt hat Reisberg schlecht ausgeschaut. Moder legt sich den Ball etwas zu weit vor. Hoffentlich bekommen wir die. Reisbergen hat schon einige sehr gefährliche Situationen vor seinem Tor heraufbeschworen. Das ist der Kleine. Es war sehr geschickt, wie Rensenbrink den Ball mit der Brust aufgelegt hat. Für das müsste das 2:0 sein. Das war eine riesige Chance natürlich wieder für die Tschechen. Bale, Moder und Masny. Ja, jetzt hat die GSSR das Match fest in der Hand. Hohes Bein und indirekter Freistoß an der Strafraumgrenze. Nehoda. Noch eine Minute bis zum Pausenpfiff. Und indirekter, sehr gefährlich sind von Hanechem. Und schon hat man fast geglaubt, dass Viktor nicht mehr aufkommt. Packende Szenen auf beiden Seiten. Einziehen wollen, einen zweiten Spieler jetzt schon einzusetzen und das Ganze austauschen. Typische, raffinierte Kreuzflanke gewinnt. So könnte er im zweiten Spiel, egal ob es Finale ist oder Spiel um den dritten Platz, nicht mehr tun. Gerechnet 175.000 Schilling pro Mann ausgesetzt. Die nächste gelbe Karte. Und wenn Pollack wieder eine gelbe bekommt, müsste das den Ausschluss bedeuten, da er schon vorher die gelbe Karte bekommen hat. Und da der Schiedsrichter offensichtlich verwarnen will, daher auch der Ausschluss. Van Hanegem. Nicht mehr austauschen. Das kann eine
sehr lange Zeit sein für eine Mannschaft mit nur 9 Feldspielen. Großartiger Schuss vom GSSR hat natürlich Fels und ein Wundertor von Johann Cruyff, ein Wundertor. Wir bekommen ja sicher gleich die Wiederholung. Cruyff. Nehuda. Ein schweres Foul von Neskens. Jetzt bin ich neugierig, was der Schiedsrichter machen wird. Jetzt, und der zweite Ausschluss in diesem Spiel. Neskens muss vom Platz gespielt werden. Beide sind automatisch gesperrt. Asni. Holland geschossen, also damals auch Doppeltorschütze. Und das könnte das Tor sein. Aber Renzenbrink ist heute nicht der alte. Eindeutig. Cruyff. Nehoda, indirekt auf. Chance für Rob Renzenbrink. Ja, das ist der Schlusspfiff. 90 oder besser gesagt 95 Minuten sind hier vorbei. Die Holländer spielen von links nach rechts in den ersten 15 Minuten und haben Anstoß. Wieder Wesseli. Pivarnik. Wesseli. Ist das die Entscheidung? Piste, der Pfiff kommen, ja. Es muss gewechselt werden. Zum letzten Mal in diesem Spiel noch 15 Minuten links nach rechts, wenn kein weiteres Tor fällt oder wenn beide Grenzen bringt. Wenn Van Hanegem am Ball ist, ist er immer noch sehr stark. Jetzt hat er sich etwas übernommen daher, also. Nehoda. Van Hanegem. Ei, das ist ein Freistoß jetzt auf einer Cruyff und Janssen. Wesseli. Das müsste ein Tor sein und ist es. Nehoda. 2:1 für die Tschechoslowakei. Wann ist das geschehen? Genau 6 Minuten vor dem Ende. Hier ein raffinierter Passball. Umblick ausgeschlossen wurde, als die Holländer am Weg zum 19. Minute. Wesseli, und ist das das Tor? Ja! Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Mit dem Gegner mitzuhalten. Da fielen dann die Tore. Er wieder Auftritt fand und das ist der Schlusspfiff des walisischen Schiedsrichters Clive Thomas. Die GSSR schlägt Holland. Überraschend, das muss man sagen.